Was passiert jetzt in dem Schwingkreis? Also, Schwingkreis haben wir ja darüber gesprochen, habe ich auch erklärt. Nebenbei schaut mal auf die Links, wenn ihr eine Induktivität, man sagt auch Spule dazu, oder eine Kapazität, oder ist ein Kondensator, sagt man eben Kapazität und Induktivität dazu. Wenn ihr die modellhafte Erklärung mal haben wollt, ich füge hier oben mal einen Link dafür an. Gut, also, genauso werde ich dann noch später einen Link anfügen zu einem Hörbeispiel, wie so ein Schwingkreis tatsächlich schwingt. Das kann man hören. Gut. Jetzt aber, was passiert hier im Einzelnen? Welche Prozesse laufen ab? Wir nehmen an, wir nehmen willkürlich den Anfang. Wir haben einen aufgeladenen Kondensator. Hier sind lauter Elektronen drauf. Ich habe jetzt deswegen hier auch mal den Minuspol bezeichnet. Und die Elektronen haben ja ihr Bestreben, sich immer irgendwie per Leiter oder wenn es noch irgendwie geht, auszugleichen, also ein Potenzialgleichgewicht herzustellen, sodass hier genauso viele Elektronen sind wie hier. So, wie funktioniert es also? Wir gucken uns das an, wir haben einen aufgeladenen Kondensator, die Elektronen rasen los, rasen durch diesen Leiter durch. Die Spule ist ein Leiter, ein aufgewickelter Leiter in diesem Fall. Und jetzt ist es, ich habe es jetzt mal willkürlich gewählt, jetzt ist es abhängig von der Windungsrichtung, also wie rum die Windungen gehen, sieht man hier in dem Schaltbild nicht. Dann rasen die also durch die Spule und das ist auch ein Elektromagnet und hier baut sich ein Magnetfeld auf. Das Magnetfeld baut sich noch auf, denn hier sind noch Ladungsträger vorhanden, die in diese Richtung fließen. Die wollen ja hier hin, zum anderen Pol, man kann zu dem Kondensator durchaus auch Spannungsquelle sagen, es ist aber keine echte Spannungsquelle, sondern ein purer Kondensator. Wenn die jetzt hier durchrasen, baut sich hier ein Magnetfeld auf und ich habe jetzt willkürlich mal hier einfach Norden angenommen. Willkürlich. Das heißt, wie gesagt, hätte ich die andersrum gewickelt, würde der Pfeil andersrum zeigen, ist uns egal. Jetzt sind gleich viele Elektronen, also hier genauso viel wie auf dieser Seite vorhanden. Das heißt, hier gibt es keinen Potentialunterschied mehr. Die wollen sich also auch nicht weiter ausgleichen. Jetzt ist aber so ein Magnetfeld entstanden und das Magnetfeld, ja, ist da, baut sich wieder ab und wir wissen ja, Selbstinduktion, wenn die Stärke des Magnetfeldes, welches einen Leiter, also hier eine Spule durchsetzt, sich ändert. Ändern heißt beim Aufbau, aber auch beim wieder Zusammenbrechen des Magnetfeldes, weil ja keine Elektronen mehr nachkommen. Ne? Hier ist Potentialausgleich. Dann wird hier drin eine Spannung induziert. Die ist dann aber verkehrt rum. Noch ist das Magnetfeld da. Und das Abbauen des Magnetfeldes bewirkt praktisch ein Weiterschieben der Elektronen zum Kondensator. Und wenn das abgeschlossen ist, ist diese Seite vollgeladen und diese Seite nicht. Da, wo keine Ladungen sind, haben wir immer einen Pluspol und da nicht. Das Magnetfeld ist futsch. Das war also der Prozess in diese Richtung. Deswegen 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt gucken wir uns das auf der anderen Seite an. Jetzt geht's weiter. Jetzt wollte ich nicht das ganze Ding spiegeln oder nochmal machen. Jetzt haben wir also hier diesen Zustand wie am Anfang. Und wenn jetzt die Elektronen andersrum rasen, die wollen ja hier zum Pluspol, bauen sie hier wieder ein Magnetfeld auf. Das ist allerdings andersrum gepolt. Hier ist es voll da, hier bricht es zusammen. Und siehe da, beim Zusammenbrechen schiebt es praktisch. Das ist wie so eine Art dynamischer Speicher, so ein Magnetfeld. Oder so eine Spule, kann man auch dazu sagen. Und hier beim Zusammenbrechen schieben sie also die Elektronen wieder auf die andere Platte. Und der ganze Prozess beginnt von neuem. Je größer die Kapazität ist, das heißt, je mehr Elektronen hier drauf passen auf den Kondensator, so könnte man es ganz landläufig sagen, umso länger dauert der Prozess. Das heißt, die Frequenz ist einerseits abhängig vom Kondensator. Das hört ihr übrigens dann auch in dem Hörbeispiel. Und je mehr Windung die Spule hat, das heißt, je kräftiger das Magnetfeld aufgebaut werden kann, umso langsamer läuft es auch. Das heißt, die Frequenz ist direkt abhängig von der Größe der Kapazität des Kondensators und von der Größe der Induktivität der Spule. Ich hoffe mal, das hat gereicht. Also, wenn ihr es dann so erklärt, bin ich vollkommen zufrieden. Das reicht in diesem Falle aus. Wir lassen jetzt auch Selbstinduktionen in den ganzen Kram mal weg. Ich hoffe, es hat gereicht dafür auch nochmal zum Lernen und zum Verstehen. Und mehr will ich ja nicht. Also ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Tschüss.